Die Frau Staatsministerin Hummel war da. Dann war unser Landtagsabgeordneter Herr Martin Schöffel da, der Landrat Dr. Döhler und unser zweiter Bürgermeister Manfred Söllner. Und da geht es natürlich darum, dass die große Alleinstellung, die die Luisenburg hat, sowohl als Festspielhaus als auch als dieses Festspielhaus mit der grandiosen Naturbühne, das zu erleben in seiner Einzigartigkeit, zu begreifen und zu schauen, wie man das als kulturellen Leuchtturms Bayerns und natürlich auch Frankens einer großen Öffentlichkeit zugänglich machen kann, den Bekanntheitsgrad in der Region erhalten und vergrößern und auch die entsprechenden Netzwerke, die man besitzt, pflegen und auszubauen. Ganz konkreter Wunsch an die Politik ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal, die künstlerischen Projekte zu fördern, uns in Zukunftsinvestitionen zu helfen. Also wir sind ja hier oben am Berg und haben dadurch ganz besondere Infrastrukturen, die andere Theater nicht haben, die auch sehr kostenträchtig sind, hier mitten in einem Naturschutzgebiet zu sein, von Zuwegungen, von diversen Herausforderungen. Wie kriegt man Strom hier überhaupt oben hin? Wie kriegt man die Besucher hier hin, mitten auf dem Berg? Und da sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass wir ganz viele Helfer und Unterstützer haben, die das Haus schätzen und diese Möglichkeiten erhalten und weiter ausbauen und zeitgemäß machen. Also ich muss gestehen, dass ich da ganz viele positive Erinnerungen habe, schon aus der Kindheit, wo ich hier Stücke sehen durfte und dann die letzten Jahre, wo ich dann in Funktion zum Teil auch eröffnen durfte, die Saison. Ich muss sagen, also wirklich positivste Erinnerungen und auch heute wieder, das ist toll, einfach über diese Bühne zu gehen. Jetzt im Moment noch ein bisschen so Winterschlaf, wo langsam man merkt, die Betriebsamkeit startet, aber es ist einfach richtig toll und ich habe heute nochmal einen Einblick bekommen, den ich noch nicht kannte. Die Luisenburg mit ihren Festspielen ist enorm wichtig hier für die Region, weil hier ganz viel auch künstlerisch geleistet wird, aber eben auch ist ein Magnet für die ganze Region, ist eine Identifikation auch in der Region, wenn man auch merkt, wie ausgelastet, also wie die Stücke auch angenommen werden. Wir haben vorhin gehört, 50% der Besucher kommen auch wirklich aus der Region und erst weitere 50%, die eher etwas weitere Strecken zurücklegen, dann merkt man einfach, wie sich die Region auch hier identifiziert mit diesen Festspielen in der Luisenburg, die lange Tradition und dass es aber auch darüber hinaus strahlt. Also was man an Konzepten hier hat, wo das wirklich auch wirklich den internationalen Vergleich nicht scheuen muss, was hier geleistet wird. Wir haben ja schon einiges getan die letzten Jahre. Wenn man hier an die Umbauarbeiten denkt, da wird sicherlich noch einiges kommen. Also von daher wird der Freistaat Bayern sicherlich auch hier weiter mit unterstützen und fördern. Gleichzeitig ja so im laufenden Betrieb ist ja auch einiges dabei. Also von daher muss man gucken, was noch an Möglichkeiten da sind, auch für ein paar neue Ideen auch wieder neue Türen zu öffnen. Aber vom Grundsatz her unterstützen wir und haben wir die letzten Jahre auch die Luisenburg-Festspiele immer gern unterstützt. Ja, ich habe hier ja schon oft als Statist mitgewirkt und als Wohnsiedler. Ist man natürlich, wird man mit den Luisenburg-Festspielen groß. Heute merke ich, dass die Luisenburg-Festspiele bayernweit große Aufmerksamkeit genießen, große Aufmerksamkeit und viele meiner Kollegen regelmäßig hierher kommen. Also es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wenn ich in München in der U-Bahn die Werbung sehe, Luisenburg-Festspiele, Unsiedel-Fichtelgebirge, ist ein Leuchtturm. Aber es bringt natürlich auch viele Menschen in die Region, die hier dann auch Übernachtungen, die ja auch ein paar Tage bleiben, die andere Angebote wahrnehmen, die hier übernachten. Und 150.000 Besucher aus ganz Bayern und weit drüber hinaus. Das ist natürlich ein Schatz für die Region. Also in Wunsiedel ist es auf jeden Fall das absolute Highlight und ich meine nicht nur in Wunsiedel, sondern in der gesamten Region. Welche Veranstaltung, größere Veranstaltung bringt im Jahr zwischen 130.000 und 150.000 Zuschauer in der gesamten Region? Das sind die Luisenburg-Festspiele und ich wüsste keine andere. Ich meine, wir müssen uns neue Besucherkreise erschließen, das heißt junge Leute für Theater, für Musical begeistern, um sie dann auch, wenn man älter wird, auch in die klassischen Stücke zu bringen und einfach als Dauergast auf der Luisenburg zu haben. Die Vision wäre, wir haben jährlich mindestens 150.000 Zuschauer. Wir sind noch mehr das Freilichttheater in Deutschland und haben unseren Einzugsbereich weit über unsere Grenzen hinaus ausgebaut.